meinem nächsten FIFA 17 Video und es wird mal wieder ein Squad Builder. Und ja, das Team heißt Derby Sieger, denn der LVD ist für sein 1-0 Siegtor gegen Köln gekommen als Inform. Und ja, ich mache kein Hehl draus, Gladbach Fan und Derbys gegen Köln, da freut man sich immer wieder. Hab ein schönes Team gebaut und wenn euch dieses Team gefällt oder allgemein meine Videos gefallen, lasst ruhig ein Like da und ja, schreibt in die Kommentare, von welcher Mannschaft ihr Fan seid oder ob eure Mannschaft das letzte Derby gewonnen hat. Würde mich natürlich interessieren. Und eigentlich hätte ich gerne noch Batra gehabt als Inform, der hat ein Traumtor geschossen, auch an diesem ersten Spieltag. Leider nicht, aber egal, ich habe mir dafür noch den anderen Inform gekauft, der aus der Bundesliga ins Team auf den Weg gekommen ist. Denn der Lecky hat 2 Treffer gegen Stuttgart gemacht mit der Hertha, der ist ja gewechselt. Und deswegen dieses Team, ich stelle euch gleich das Team vor. Habe auch vorher schon gezeigt, wie ich die Spieler kaufe. Das habe ich euch eingeblendet. Dann seht ihr ja, wie teuer die waren. Dann fangen wir natürlich in der Kiste an. Jan Sommer, seine Man of the Match Karte. Der hält gut. Christensen, ist ja klar. Für Chemie. Auch ein überragender Mann, der ja jetzt leider nach Chelsea wieder zurück muss. Wie gesagt, Elvedi als Rechtsverteidiger. Habe auch seinen Linksverteidiger in Form schon im Verein. Aber jetzt spielt er auf der rechten Seite. Wird wohl sehr wahrscheinlich im FIFA 18 den Korb ersetzen, der ja immer bei mir auf rechts gespielt hat in Bundesliga-Teams. Darida für Chemie, für Lecky. Dann habe ich natürlich S-Wein vorne reingepackt. Und dann muss ich natürlich wieder hier meine Lieblingsspieler hier einbauen, mit denen ich gerne spiele. Nämlich ich spiele gerne mit Ramos, mit Gaia, mit Isco spiele ich auch gerne. Habe den aber dieses FIFA nicht so oft gespielt. Dann ein Neuling, der mal für mich spielen darf. Kovacic. Aus Chemiegründen, hoffe, der stellt sich gut an. Und natürlich Asensio, den ich auch feiere. Der hat ja... Ja, ich spiele seitdem, der bei der U21 so abgegangen ist, spiele ich mit dem. Und ja, das ist mein Team. Viel Spaß mit dem Gameplay jetzt. Kovacic sieht S-Wein. S-Wein kann sich super durchsetzen. Safe das 1-0 nicht. Ich wollte schon sagen, er macht das Tor scheiße. Außen... Super gedoppelt Pass, jetzt schickt den Asensio, verzögert, hier ist der frei, der ist frei, oder auf S-Wein, und der schießt schon wieder drüber, S-Wein, was ist los mit dir? Nach vorne Sommer, das war gerade ein bisschen Glück von mir, dass ich den Ball da noch gekriegt habe, aber vielleicht entwickelt sich da ja ein feiner Angriff draus. Lecky, zeig mal, was du kannst, ich muss einfach jetzt schießen, krieg wenigstens eine Ecke, immerhin. Nee, erklärt ihn noch. Aber verliert den Ball. Und das ist dann Isco. Abgeblockt. Nachschussmöglichkeit. Schade. Fein. S-Wein. Setz dich mal hier durch. Ja, wo soll ich hinspielen, S-Wein? Komm, mach mal was. Geil. Das ist das 1-0 durch S-Wein. Was für ein geiles Tor. Sein dritter Ball sitzt. Das ist schön. Das ist schön. Ich will es nochmal gerne angucken hier. Ja, ich hatte keine Anspielstation und habe irgendeinen Move gemacht, um mir Platz zu verschaffen. Und dann das schöne Tor 1-0, danke. Nein, jetzt darf ich nicht den Ausgleich kassieren. Und ich sag's gerade noch, ich darf nicht den Ausgleich kassieren und krieg das 1-1. Das war aber wieder doof verteidigt. Warum kommt denn da keiner hin in die Mitte? Ja, da kommt... Wer war es? Ich weiß nicht, wer da gerade nicht hinspringt. Kovacic verliert den Ball. Geht drauf, er will einen Freistoß, Kovacic. Aber mach weiter, Lecky. Ja, ganz alleine auf weiter Flur. Und er grätscht einfach scheiße. Lecky, Lecky, Lecky. Lecky, geh rüber. Oh. Bist eigentlich doof? Flanke. Kopfball. Nein. Durch. Gut, dass Sommer da steht. Ja, super, den Ball geholt. Darida, Doppelpass wird umgesetzt. S-Wein. Daneben. Mann. Kovacic. Ah, spielt ein Fehlpass. Sommer zur Ecke. Das ist gut gespielt. S-Wein. Ja, ich muss durchsetzen durch. Macht die Lücke auf Asensio frei. Und das ist dann das 2-1 nicht. Nur Ecke für mich. Kurz getreten Ecke. Super Flanke. Aber da steht keiner von mir. Doch, da kommt Lecky aus dem zweiten Hintergrund.
an die Latte. Kopfballsieger und wieder schon wieder kein Tor. Mann. Jetzt ist da die Lücke für Spiel zurück. Okay. Oder so. Ja, Asensio. Verzögert. Ah, verspringt er den Ball, aber hat den noch gut gesehen. Ja, komm, schick den. S-Wein, komm, nochmal so ein schönes Ding. Yes. Da ist das 2-1. Zwar in der Entstehung glücklich, weil ich fast den Ball verloren habe, aber ich führe ja trotzdem 2-1. Das ist doch super. Und ja, ich habe Glück, dass der nicht drankommt, der Keeper, und der nicht abfälscht. 2-1, sauber. Und er springt am Ball vorbei. Das ist natürlich gefährlich, weil er kann jetzt seinen Spieler anspielen. Oder er verliert den Ball gegen mich. Das ist super. Dann kann ich jetzt mal den Konter setzen. Oder auch nicht. Ich verliere nämlich hier auch wieder den Ball. Er darf nicht zum Schuss kommen. Geblockt. Aber weiter geht's. Oh nein, er ist im Strafraum. 2-2. Das darf nicht passieren. Isco. Isco. Yes. Wieder 3-2. Ich führe schon wieder. Okay, das war super gespielt von Isco. Gerne nochmal die Wiederholung ansehen. Da den Ball irgendwie behauptet auf Isco. Und der schlänzt ihn natürlich rein. Keine Chance für den gegnerischen Keeper. Super. Komm, setz dich durch. Setz dich durch. Ja. Jetzt nur noch nach vorne schlagen. Okay. Aus und vorbei. So, das Spiel ist vorbei. S-Wein ist Man of the Match. Natürlich. Er hat 2 kranke Tore geschossen. Isco hat auch überzeugend gespielt. Elvedi hat jetzt keine besonders gute Bewertung. Aber okay, er konnte auch keine Akzente nach vorne setzen. Aber er hat mir trotzdem gut gefallen. Darida hat mir gut gefallen. Lecky hat mir auch, wenn er den Ball hatte, ganz okay gefallen. Ist halt nur ein Silberspieler. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dann, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge.